Auch zu dieser zweiten Stunde heute Morgen möchte ich alle ganz herzlich willkommen heißen, begrüßen. Un cordial bienvenido a todos. Möchte Gott uns segnen und weiterhin durch sein Wort zu uns reden, dass wir gestärkt, gesegnet und ermutigt auch weiter in die Woche gehen können. Lasst uns bitte gemeinsam das Lied 246 zu Beginn singen. La canción número 246, 246, ein schönes Lied von dem wunderbaren Namen Jesu. Oh, wie süß klingt Jesu Name. 246. Beim Singen des Liedes wollen wir wie gewöhnlich das freiwillige Opfer einsammeln. Einige Bekanntmachungen und danach werden die Sonntagsschulkinder nach vorne kommen. Heute abends um 7 Uhr, wie gewöhnlich, wollen wir hier Jugendstunde haben. Alle Jugendliche natürlich sind ganz herzlich eingeladen dazu. In dieser neuen Woche werden hier die Versammlungen wie gewöhnlich stattfinden. Die Gebetsstunde am Mittwochabend um 7:30 Uhr, die Übstunde am Freitag und kommenden Sonntag auch um die gewohnte Uhrzeit hier, der Gottesdienst morgens. Den nächsten Sonntag, heute in einer Woche, das ist dann schon wieder der vierte Sonntag im Monat. Das bedeutet, dass den kommenden Sonntagabend das Programm im Centro Guia de Paz ist. Lasst uns auch dafür
beten. So Gott will, plane ich morgen meine Reise nach Kanada anzutreten, werde für eine Woche etwa dort sein und ich möchte mich auch euren Gebeten empfehlen für die Reise, auch dort für das Zusammenkommen, für die Predigerkonferenz, die dort stattfindet, dass Gott auch da seinen Segen schenken möchte. Und ich dachte, wenn es möglich ist, würde ich auch gerne herzliche Grüße nach Steinbach, Manitoba, Kanada mitnehmen. Wer möchte Grüße mitgeben, wollen wir das mit Hand aufheben bezeugen, dass wir grüßen. Dankeschön. Ihr kennt sicherlich viele aus Steinbach und einige persönlich, einige waren schon hier gewesen. Viele in Steinbach sind mal aus Bolivien dahin gezogen, so ich werde versuchen, die Grüße weiterzugeben. Soweit die Bekanntmachungen und jetzt möchte ich bitten, dass die Kinder nach vorne kommen. Bitte. Vielen Dank für das schöne, erfrischende Lied. Gott helfe uns, Nein zu sagen zur Sünde und zu allem Bösen. Ich möchte uns einen Bibelabschnitt lesen aus dem Philipperbrief, Kapitel 4. Philipper, Kapitel 4, lese ich hier die Verse 1 bis 9 vor dem Gebet. Philipper 4, beginnen wir mit Vers 1. Also, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, so steht fest im Herrn, ihr Geliebten. Die Evodier ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dass sie gleichgesinnt seien im Herrn. Ja, und ich bitte dich, mein getreuer Gefährte, hilf denen, die mit mir für das Evangelium gekämpft haben, mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch zu jeder Zeit im Herrn,
Und noch einmal sage ich, freut euch. Eure Freundlichkeit lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, gerecht, rein, lieblich und wohllautend ist, irgendeine Tugend, irgendein Lob, darüber denkt nach. Was ihr von mir gelernt und empfangen, gehört und gesehen habt, das tut, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Soweit dieses Bibelwort. Bevor wir weitergehen, wollen wir den Herrn jetzt anbeten. Ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Das ist auch Gelegenheit aus der Mitte zum Gebet. Lasst uns aufstehen. Wer möchte anfangen? Wer möchte beten, bitte? Amen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen herrlichen, wunderschönen Morgen. Danke, dass wir hier zusammenkommen dürfen, in dem schönen Gebäude und so ungestört. Wir danken dir für das schöne, kühle Wetter, das du uns in den letzten Tagen geschenkt hast und dass du uns alles gibst, was wir brauchen. Wir sind dir so viel Dank schuldig. Und Herr, deshalb wollen wir auch jetzt mit einem freudigen Herzen deinen Namen erheben und dich rühmen. Ganz besonders aber danken wir dir, dass wir das Vorrecht haben dürfen, dass wir auch wissen können, dass auch unsere Namen, dass auch mein Name im Buch des Lebens geschrieben ist. Es ist nicht selbstverständlich, auch nicht automatisch, aber du bist für unsere Sünden gestorben und jeder, der zu dir kommt, bei dir um Vergebung bittet und ein neues Leben bereit ist, mit dir anzufangen, dem schenkst du dieses wunderbare Geschenk. Dafür danken wir dir. Und Herr, bitte hilf, dass wir jetzt aber im Glauben auch würden vorwärts kommen und wachsen. Du siehst und kennst jeden von uns. Du siehst die Kinder hier in unserer Mitte, die Jugendlichen, die schon im mittleren Alter im Leben stehen, in den Aufgaben als Eltern. Und Herr, du weißt, was wir brauchen. Bitte, Herr, möchtest du auch heute wieder ein Wort für uns haben, weiter zu uns reden und unsere Herzen segnen. Ja, Herr, dass wir wirklich dich von ganzem Herzen lieben würden, dich über alles lieben würden. Ich bitte dich, Heiland, auch an all die anderen Orte, wo deine Kinder sich versammeln, wie gebeten, ganz besonders auch dort in Via Gracia. Bitte, Herr, sende auch da einen besonderen Segen. Hilf den Boten, die auch dort dein Wort heute verkündigen. Baue die Gemeinde, Herr, und auch die Zukunft dort, Herr. All die Pläne, die auch dafür gemacht werden. Wir bitten dich, verherrliche du dich. Führe du dein Werk durch, so wie du es möchtest. Und Herr, hilf, dass unsere Glaube und Erwartung nicht zu gering wäre, sondern dass wir von dir Großes erwarten könnten, dass du dich würdest verherrlichen, dass noch vielen Menschen könnten geholfen werden und sie dich finden, dich lieb gewinnen und so deine Gemeinde könnte gebaut werden. Auch hier am Ort bitten wir ganz besonders. Heiland, schenk Gnade, schenk Wachstum, hilf, dass noch viele kommen würden und dich lieb gewinnen, dich finden und von Herzen dir dienen, damit du dein Werk bauen kannst zu deines Namens Ehre. Wir preisen dich, wir lieben dich und wir danken dir, Herr Jesus. Amen. Amen.
Lass uns bitte Platz nehmen. Der Chor wird uns jetzt ein Lied vortragen. Bitte. Thank you.
Aus dem Bibelabschnitt, den wir schon zur Einleitung gelesen haben, möchte ich noch einmal heute Morgen den fünften Vers wiederholen. Philipper Kapitel 4, der fünfte Vers lautet so: Eure Freundlichkeit lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Wir wollen heute Morgen mal über unsere Freundlichkeit uns Gedanken machen. Ich weiß nicht, wenn du dich selbst einmal würdest mal einstufen, würdest du sagen, du bist ein freundlicher Mensch oder ein unfreundlicher Mensch? Wie steht es mit unserer Freundlichkeit? Ein kleines Mädchen betete einmal so: O Gott, mach bitte alle bösen Menschen gut und alle guten Menschen freundlich. Seht, es reicht nicht aus, dass wir bloß sagen, ich bin ein guter Mensch. Wir wollen auch freundliche Menschen sein. Nicht wir wollen, eigentlich, wenn wir Christen sind, haben wir keine andere Option als freundliche Menschen zu sein. Wir werden sehen, wir werden heute Morgen mehrere Schriftstellen lesen und wir werden auch sehen, warum das so ist. Aber Schriftstellen, die uns zeigen, dass wir als Kinder Gottes freundliche Menschen sein müssen, sein wollen. Aus dem Kapitel, 1. Korinther Kapitel 13, im vierten Vers, heißt es, die Liebe ist langmütig und freundlich. So, wenn wir diese Liebe Gottes erfahren haben, wenn diese Liebe Gottes unser Herz erfüllt, dann muss diese Liebe sich auch nach außen durch unsere Freundlichkeit zeigen. Freundlichkeit, sagte mal jemand, ist eine Sprache, die Taube hören können und Blinde sehen können, verstehen können. Möchte Gott uns helfen, freundliche Menschen zu sein. Das Wort Freundlichkeit, zum Beispiel so wie auch hier in unserem Text, eure Freundlichkeit lasset kund sein allen Menschen oder lasst alle Menschen erfahren. Im Griechischen steht da das griechische Wort Christos, Christos. Das Wort Christos ist bloß einen Buchstaben anders geschrieben im Griechischen als das Wort Christos, Christus. So, Jesus Christus und Freundlichkeit sind Worte, die sehr nah beieinander sind. Das ist fast eins und dasselbe. Kein Wunder, dass der Geschichtsschreiber Tacitus, der hat im Jahre 55 bis 117 gelebt, damals ein römischer Mann, der einfach Geschichte aufgeschrieben hat, war kein gläubiger Mensch, ein Historiker. Er hatte unter anderem auch über Christen geschrieben und er hat zum Teil die Christen Christianer genannt. Nicht Christen, sondern Christianer. Weil er einfach sagte, die Christen sind die Guten und die Freundlichen. Das ist, was ihm aufgefallen war, wenn er irgendwo an einer Versammlung vorbeiging, wo Christen sind, Menschen kennengelernt hat, die Jesu Nachfolger waren. Er hat gesagt, das sind irgendwelche, das sind Christianer, das sind freundliche Menschen. Diese Freundlichkeit, die geht weiter als bloß ein höflich sein, bloß ein äußerer Schein. Also das griechische Wort Christos bedeutet brauchbar, nützlich sein, heilsam, förderlich, zuträglich, glückbringend, günstig, rechtschaffen, ehrenwert, edel, wacker, gut, gütig, mild und eben freundlich. Also das ist nicht bloß, dass wir eine freundliche Maske aufsetzen, um irgendwas von den Menschen zu erreichen. Nein, diese Christus, diese Freundlichkeit, die geht weiter. Es ist etwas Brauchbares, etwas Heilsames, etwas Nützliches, was den anderen Menschen
fördert. Und das ist, was Gott von dir und von mir möchte, dass wir solche Menschen sein sollen, dass wir diese Freundlichkeit haben. Fragst du, warum müssen wir freundlich sein? Ganz einfach deshalb, weil Gott als erstes freundlich ist. Wir lesen in der Bibel so viel von der Freundlichkeit Gottes. Darf ich dir mal ein Beispiel geben aus dem Titusbrief? Titus Kapitel 3 lesen wir im 4. Vers. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, erschien, hat er nicht aufgrund Werke der Gerechtigkeit, die wir getan hätten, sondern gemäß seiner Barmherzigkeit gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und so weiter. Die Freundlichkeit Gottes, gerade diese Christus, die ist erschienen. Die ist uns Menschen, diese Menschenliebe Gottes ist uns erschienen. Weißt du, was das Erstaunliche an dem ist? Dass diese Freundlichkeit Gottes Menschen erschienen ist, die es überhaupt nicht verdient haben. Damit schließe ich mich selbst auch mit ein. Gott hätte es überhaupt nicht nötig gehabt, uns Menschen gegenüber freundlich zu sein. Wir haben uns von ihm weggedreht. Wir haben unsere Nase so hochgehoben und dachten, wir brauchen Gott nicht. Manchmal, wenn wir in Not waren, haben wir ihn vor unseren Wagen gespannt, aber sobald es uns wieder besser ging, haben wir uns von ihm weggedreht. Wir haben uns nicht an seine Regeln gehalten, an sein Gebot gehalten. Wir haben nach unserer eigenen Lust und Laune gelebt. Und trotzdem ist Gott uns gegenüber freundlich gewesen. Und dass Jesus auf diese Welt kam, dann ist die Freundlichkeit Gottes einfach den Menschen so erschienen, in ganz besonderem Maße. In den Psalmen zum Beispiel lesen wir so oft: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Gott ist freundlich. Und wenn wir ihm ähnlicher werden wollen, wenn wir seine Kinder sind, müssen wir diese Freundlichkeit natürlich auch ausstrahlen und weitergeben. Ich lese den Vers, der hier vorne steht, alle aus Römer 3, Vers 12. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. So waren wir Menschen. Keiner von uns hatte diese Freundlichkeit an sich. Keiner, der Gutes tut, der etwas Heilsames, etwas Förderliches tut. Da steht das griechische Wort Christus. Da war keiner, der freundlich war. Aber dann erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes und hat uns aus dieser Dunkelheit herausgeholt. Die Freundlichkeit Gottes. Das ist überhaupt der Grund, warum wir heute hier sind. Es war Gottes Liebe und seine Freundlichkeit, die uns erlöst hat. Wenn Gott nicht freundlich uns gegenüber gewesen wäre, wäre alles aus, alles vorbei. Seht, wie wichtig die Freundlichkeit Gottes ist. Wir sind auf die angewiesen. Ohne dem wären wir alle verloren. Und diese Eigenschaft brauchen wir auch und die müssen wir auch anderen Menschen natürlich weitergeben. Gehen wir noch einmal kurz durch. Die Frage, warum sollten wir freundlich sein? Wir haben schon gesagt, erstens, weil Gott freundlich ist, steht es auch uns zu, freundlich zu sein. Aber wir könnten auch sagen, es ist ein Gebot Gottes. Ich möchte noch einen Vers hinzunehmen zu unserem Einleitungswort, Philipper 4, Vers 5. Lasst uns mal aufschlagen, bloß als eins von vielen Beispielen, Kolosserbrief. Kolosser 3, lese ich mal den 12. Vers. Es heißt hier so: So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, ertraget einer den anderen und vergebt euch gegenseitig und so weiter. Wir müssen Freundlichkeit haben. Aus dem Epheserbrief, Epheser 4, Vers 32, steht: Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen. Immer wieder diese Freundlichkeit, die wir als Christen brauchen. Also Gott hat uns durch seine
Freundlichkeit gerettet. Wir haben das schon gelesen im Titus Kapitel 4. Bloß dadurch ist es möglich geworden, dass wir überhaupt Erlösung haben können. Aber warum sollten wir noch freundlich sein? Weil die Welt sonst nicht wirklich Gott anders erkennen kann. Wenn wir als Christen nicht die Freundlichkeit ausstrahlen, wie soll die Welt Gottes Freundlichkeit erleben, verstehen, wenn sie diese nicht an uns sehen kann? Wenn wir überall unfreundlich sind, unzufrieden, Menschen anschnauzen, wenn uns irgendwas nicht passt. Nochmal zurück zu Epheser 4, Vers 32. Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Also so wie Gott uns vergeben hat, weil er freundlich zu uns war, so sollten auch wir einer dem anderen vergeben und diese Freundlichkeit beweisen. Und wenn die Welt dann schauen wird und auf uns als Christen schaut und sie sieht diese Freundlichkeit, dann kann sie verstehen, so ist auch Gott freundlich und möchte auch mir diese Liebe beweisen. Ein anderer, letzter Grund vielleicht noch, warum es sich lohnt, freundlich zu sein, ist ganz einfach deshalb, weil wenn du Freundlichkeit weitergibst, allgemein bekommst du auch Freundlichkeit zurück. Man sagt, so wie du in den Wald reinschreist, so schallt es auch zurück. Wenn du, und wir können das Experiment mal selbst machen, steh mal einen Morgen auf und noch bevor du aus dem Bett überhaupt aufstehst, dann nimm dir vor, heute will ich mal freundlich sein. Zu jedem Menschen, dem du begegnest. Wenn du an der Tranke irgendwo vorbeifährst, dann versuch mal, den, der die Tickets da verkauft, einmal extra freundlich zu begrüßen. Wahrscheinlich wirst du ein freundliches Wort zurückbekommen. Oder wo immer du bist, wenn wir Freundlichkeit weitergeben, dann bekommen wir Freundlichkeit zurück. Nicht umsonst steht in Galater 6, Vers 7, dass wir werden das ernten, was wir gesät haben. Und es mag sein, dass wenn du sagst, ach, wir leben in so einer schrecklichen Zeit, alle Menschen sind unfreundlich, da ist keine Liebe, dann mag es daran liegen, dass wir nicht erst diese Liebe weitergeben, dass wir nicht erst die Freundlichkeit beweisen. Wenn wir das tun würden, würden wir auf einmal merken, dass die Welt sich verändert, dass die Menschen auf einmal um uns herum auch anfangen, freundlich zu sein. Also es lohnt sich, freundlich zu sein, unserer selbst wegen schon, aber natürlich auch um Gottes Willen und auch um der Welt Willen. Gehen wir eine Frage weiter. Wann sollten wir freundlich sein? Lasst uns mal aufschlagen, Galater Kapitel 6. Ich möchte hier den 10. Vers lesen. Er gibt uns hier eine Antwort, der Apostel Paulus, wann wir freundlich sein sollten. Lasst uns also, wie wir Gelegenheit haben, Gutes tun an allen, am meisten aber an den Glaubensgenossen. Wann sollen wir also Gutes tun? Wann sollen wir Förderliches tun, Freundliches sein, Christus sein? So wie wir Gelegenheit haben. Das meint, wir müssen die Gelegenheiten ausnutzen. Die Gelegenheiten werden nicht immer kommen, nicht immer da sein. Die Gelegenheit, die du Tag für Tag hast, die musst du wahrnehmen. Wir brauchen nicht auf irgendeinen besonderen Tag warten, sondern einfach den Alltag, die Gelegenheiten nutzen, die Gott uns gibt. Vielleicht legt der Geist Gottes es uns aufs Herz, jemanden mal anzurufen und einige ermutigende Worte zu sagen oder eine Nachricht zu schicken und ihm Mut zuzusprechen oder jemanden mal zu besuchen. Wenn wir diese Gelegenheit nicht wahrnehmen und diese verpassen, dann sind wir diesem Wort hier nicht nachgekommen.
Lasst uns also, wie wir Gelegenheit haben, freundlich sein an allen, Gutes tun an allen. Die Gelegenheiten müssen wir nutzen. Nicht bloß sagen, okay, ich werde das noch machen. Am besten ist, man macht es immer gleich, dass man das ausnutzt. Wir alle kennen sicherlich gut die Geschichte vom barmherzigen Samariter, der Mann, der unter die Räuber gefallen war, da an der Seite des Weges lag und unbedingt Hilfe brauchte. Da kam erst der Priester vorbei, nachher kam der Levit vorbei, aber sie haben ihre Gelegenheit verpasst. Bestimmt hatten sie auch gute Gründe, warum sie es nicht getan haben. Aber dieselben Gründe hat auch der Samariter können vorgeben, wenn er gewollt hätte. Als er dann als Dritter vorbeikam, hätte er auch sagen können, oh, wenn ich jetzt hier mich lange aufhalte, hier sind irgendwo Räuber rum. Ich meine, der Mann ist ja ein Beweis dafür, dass hier Räuber sind. Schau mal, was sie von ihm gemacht haben. Das heißt, bloß so schnell wie möglich weg. Nein, er hat die Gelegenheit wahrgenommen. Er hätte sicherlich auch sagen können, ich habe keine Zeit, ich bin jetzt gerade vielleicht auf einer Geschäftsreise, ich muss noch schnell dies, noch schnell jenes erledigen. Wenn ich mich jetzt hier lange aufhalte, was wird passieren? Aber er hat die Gelegenheit wahrgenommen, Gutes zu tun. Er hat die nicht verpasst. Und was für ein Segen ist aus seinem Leben geflohen. Also diese goldenen Momente, die wollen wir wahrnehmen. Einer hat mal gesagt, ich werde nur einmal durch diese Welt gehen. Deswegen möchte ich jede Güte, die ich einem Menschen zeigen kann, jetzt machen. Lass es mich nicht aufschieben oder vernachlässigen, denn ich werde auf diesem Weg nicht noch einmal gehen. Also die Gelegenheit wahrnehmen, wo immer, und das meint heute, wenn wir aufmerksam sind, werden wir heute Nachmittag oder vielleicht auch gleich nach dem Gottesdienst Gelegenheiten haben, freundlich zu sein. Wirst du sie wahrnehmen? Seht, vieles verpassen wir, weil wir einfach unsere Augen nicht aufmachen und nicht sehen, weil wir den Mann an der Seite, der da liegt, nicht sehen wollen oder einfach übersehen. Denken wir mal kurz an den Oberzöllner Zachäus. Ein sehr reicher Mann, aber er hatte ein, ich würde sagen, ziemlich trauriges Leben. Nicht viele Freunde. Viele Menschen hassten ihn, weil er für die römische Regierung gearbeitet hat. Für solche Menschen war auch oft in der Synagoge unter den Juden war ein Bann, Ütschluss. Du hast da nichts zu suchen. Und so lebte er wahrscheinlich ein ziemlich einsames Leben. Aber er hatte ein Verlangen, sein Leben zu ändern. Das ganze Geld hat ihn nicht glücklich gemacht. Und jetzt stieg er auf den Baum und hoffte, wenn er Jesus wenigstens von Weitem sehen könnte. Als Jesus jetzt dann an dem Baum da vorbeiging, nimmt Jesus die Gelegenheit wahr und erweist ihm Freundlichkeit. Er geht nicht bloß weiter, obwohl viele Menschen um ihn rum sind und er genug andere Aufgaben hätte oder den Menschen wichtige Worte zu sagen hätte. Aber er nimmt sich Zeit, bleibt stehen, schaut nach oben und erweist diesem armen Menschen, ich meine nicht finanziell arm, aber einsamen wahrscheinlich Menschen, er weiß das seine Freundlichkeit. Der Mensch, als er das hört, dass jemand ihn beim Namen nennt und ihn so freundlich anspricht, ich meine, der ist ganz aus dem Häuschen. Der ist so froh, er springt vom Baum runter. Ja, ja, komm nach Hause, mach gleich ein großes Essen. Er ist einfach so überrascht. Da war mal jemand, der ihn freundlich angeschaut hat. Ganz anders als die Leute, die bei seiner Tranke vorbeigehen und mit so einem ärgerlichen Gesicht haben. Ach, du hier wieder. Wie viele Menschen hast du schon angeschmiert? Jetzt willst du mich auch anschmieren? Dies war ein ganz anderer Mensch jetzt, der ihm diese Freundlichkeit erwiesen hat. Weißt du, was dann am Ende des Tages passierte? Nachdem jetzt Zachäus diese Freundlichkeit Gottes erlebt hat, auf einmal ist er auch zu anderen Menschen freundlich. Er sagt, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen wieder und wo ich jemand betrogen habe, werde ich viermal so viel zurückgeben. Wow. Sieht, jetzt will er diese Freundlichkeit Gottes auch weiterreichen.
Also wenn wir Christus begegnen, dann werden wir Christus werden, werden wir freundlich werden. Wo sollten wir freundlich sein? Wo sollte man anfangen? 2. Timotheus 2, Vers 24 lesen wir: Ein Diener des Herrn soll nicht streiten, sondern freundlich gegen alle sein, fähig zu lehren und Böses zu ertragen. Das ist sicherlich hier auch für, besonders für die Prediger geschrieben, aber ich glaube, ein jeder von uns, der ein Diener Gottes sein möchte oder eine Dienerin für Gott, wir haben den Auftrag, freundlich gegen alle zu sein. Also keinen Unterschied machen. Wo sollten wir freundlich sein? Besonders wo Menschen, und entschuldigt, ich habe das hier in Englisch, wo Menschen in großen Nöten sind oder wenn irgendwo ein Konflikt ist. Wenn wir selbst vielleicht in den Konflikt mit hineingezogen werden, besonders dann brauchen wir Freundlichkeit. Also, hier heißt es, ein Diener des Herrn soll nicht streiten, sondern freundlich gegen alle sein. Gerade dann, wenn wir dazu neigen würden, zu streiten, zurückzuschlagen und ärgerlich zu werden, uns aufzuregen, gerade dann brauchen wir die Freundlichkeit. Anstatt streiten, sollten wir freundlich sein können. Gerade in diesen Zeiten, darauf kommt es an. Ja, es mag sein, dass es manchmal vielleicht unser eigener Bruder, unsere eigene Schwester, auch aus der Gemeinde, jemand uns irgendwie unfreundlich begegnet oder einen Streit anfangen möchte. Aber gerade dann ist es wichtig und notwendig, dass wir freundlich sind. Einmal nach einem Gottesdienst kam eine Frau zu dem Prediger und bedankte sich bei ihm und sagte: Weißt du, ich wollte Ihnen bloß sagen, dass ich mich durch Sie bekehrt habe. Der Prediger freute sich natürlich, ich glaube, jeder würde sich darüber freuen, sowas zu hören. Und so fragte er sie, er sagt: Darf ich wissen, so neugierig sein? Ich weiß jetzt nicht mal, ich kenne dich nicht mal, also er hat nicht mit ihr persönlich gebetet oder so. Er sagte: Welche Predigt hat dich angesprochen? Was hat zu dir geredet? Und die sagte: No, das war nicht deine Predigt, sagte sie. Ich habe bloß einmal gesehen, wie, war das nach dem Gottesdienst oder wo, du warst im Gespräch mit jemandem und der andere, der hat dir so eins übers Ohr gehauen, also mit den Worten. Der hat dich so ausgeschimpft. Und dann habe ich aber bemerkt, wie freundlich du zurückgeredet hast. Die sagte: Das hat zu mir so geredet. Ich habe gesehen, das ist was Echtes. Das brauche ich auch. Und deshalb habe ich mich bekehrt. So, diese Freundlichkeit, gerade in Zeiten, wenn ein Konflikt ist, wenn Reibungen vielleicht sind, oder überhaupt in unseren Gesprächen, so viel hängt von unserer Zunge, von unseren Worten ab. Gottes Wort sagt, in der Gewalt der Zunge, also Tod und Leben ist in der Zunge Gewalt. Wir können freundliche Worte sagen, die einen anderen erbauen, oder unfreundliche Worte, die einen anderen ganz kaputt machen. Wie viele Menschen sind vor Selbstmord bewahrt geblieben, weil jemand ihnen noch rechtzeitig ein freundliches Wort gesagt hat, eine freundliche Nachricht geschickt hat, irgendein Wort. Es gibt, man kann Zeugnisse lesen, jemand war so kaputt, jemand war so mutlos, hat keine Hoffnung mehr gesehen, war bereit, sich das Leben zu nehmen. Und dann war jemand, der ihn bloß irgendwie freundlich begrüßt hat, freundlich angeschaut hat. Ich hörte da eine wahre Begebenheit. Eine Frau kam zum Gottesdienst, hörte sich die Botschaft an, war eine sehr schöne Botschaft, hörte sich die Lektion an, war auch eine sehr gesegnete Lektion. Und war alles gut gegangen, sie ging aus dem Gottesdienst wieder raus, ging zum Parkplatz, wollte in ihr Auto einsteigen
Und vor dem Einsteigen, irgendwo da draußen in der Nähe, stand eine andere Frau. Und sie hat sie bloß freundlich begrüßt und hat ein bisschen mit der Hand gewunken, bevor sie in ihr Auto einstieg. So, die Frau fuhr nach Hause, aber in der kommenden Woche, sie sagte, sie stand innerlich in großer Not. Sie sagte, und der Feind hat mich wieder so weit gebracht, ich hatte bloß noch den Gedanken, nimm dir das Leben, spielt keine Rolle, das hilft sowieso alles nichts, mach deinem Leben ein Ende. Und sie sagt, sie hat sich schon damit beschäftigt, wie sie das durchführen wird. Der Feind hat sie dazu getrieben. Aber sie sagt, auf einmal stand mir diese Frau auf dem Parkplatz, die mir freundlich gewunken hat und gelächelt, auf einmal stand sie vor mir und sie sagte, weißt du, das hat mir Kraft gegeben, dem Feind abzusagen, und dass sie ist auf die Knie gegangen und hat Gott um Hilfe gefragt. Freundliche Worte. In unseren Unterhaltungen können wir freundlich sein, wo immer wir sind. Wenn da Menschen sind, die durch große Leiden haben, die durch große Schwierigkeiten im Leben gehen, haben wir ein freundliches Wort für sie, einen freundlichen Blick für sie? Vielleicht hat jemand durch einen Tod einen Lieben verloren. Einer erzählte mal, sie haben ein kleines Kind, ein Baby verloren durch den Tod. Und die Geschwister aus der Gemeinde kamen, besuchten jetzt diese Familie und natürlich, die haben viel versucht, sie zu trösten und ihnen ihre Liebe zu erweisen. Und unter anderem kam auch ein Bruder und jetzt, er war eigentlich einer von den Diakonen, von den Mitarbeitern der Gemeinde, aber er hatte irgendwie so ein bisschen eine grobe Art und Weise, etwas zu sagen. Er konnte nicht so schön, so glatt reden wie einige andere. Und jetzt kam er und wollte seinen Bruder jetzt trösten, der jetzt das Baby verloren hat. Und er kam auf ihn zu und konnte einfach kein Wort sagen. Er hat bloß die Hand auf die Schulter gelegt, dann kam ihm eine Träne, er gab ihm einen Händedruck, einen guten Händedruck, drehte sich weg und ging raus. Hat nicht ein einziges Wort gesagt. Nicht mal Gott segne dich oder Gott helfe dir oder sowas. Ihm war es schwer irgendwie gefallen, etwas zu sagen. Aber der Bruder, der Mann, der jetzt sein kleines Kind verloren hat, der hat nachher gesagt, du weißt nicht, wie diese Träne, diese eine Träne, die er da rausgedrückt hat und dieser Händedruck, wie das mir ein Trost gewesen ist. Also wenn Menschen sind, die durch eine schwere Zeit gehen, müssen wir ihnen das Leben noch schwerer machen? Wollen wir nicht mal versuchen, in ihre Lage uns hinein zu versetzen? Und anstatt, uns mag sein, jemand geht vielleicht durch eine schwere Zeit, ja, und man wünscht sich, da wäre einiges anders in seinem Leben. Aber anstatt vielleicht ihm bloß zu strafen und noch zu sagen, dies und das machst du falsch, wäre das mal angebracht, vielleicht mal ein freundliches Wort sagen? Weißt du, es kann sein, dass du viel mehr damit erreichst, als mit einer scharfen Ermahnung oder Zurechtweisung. Freundlich sein, da wo Menschen leiden. Und dann freundlich sein in unserem Heim. Das ist der Ort, wo es allgemein am leichtesten oder am schwersten ist, freundlich zu sein. Was würdest du sagen? Jemand aus der Mitte, wo... Ist es im Heim, zu Hause, am schwersten oder am leichtesten, freundlich zu sein? Am schwersten. Genau, ich denke, ich stimme dem mit ein. Mit den Leuten, mit denen wir Tag für Tag zusammen sind, mit unserem Ehepartner, mit unseren Kindern oder vielleicht auch mit den nächsten Nachbarn, aber mit den Menschen, mit denen wir viel zusammen sind, da brauchen wir Freundlichkeit vielleicht noch am meisten. Gerade da ist es, wo es auch oft mangelt. Seht, wenn wir bloß freundlich sein können zu anderen Menschen und nicht freundlich sein können im Heim, zu Hause, dann ist da grundsätzlich ein großes Problem in unserem Leben. Es ist ein Geheuchel.
Erinnert ihr euch noch an die Botschaft vom letzten Sonntag, Jakobus Kapitel 2? Erinnert ihr euch noch an den Platzanweiser, der die Gäste begrüßt hat? Und wisst ihr, der war zu einem so freundlich gewesen, der Mr. Goldfinger, ja? Der war so freundlich, der hat ihn so freundlich empfangen und gleich hier ist der beste Platz. Ich meine, das ist gut, dass er zu ihm freundlich war. Was ist aber das Problem? Als der Nächste reinkam, zu dem war er ganz unfreundlich. Seht, wenn wir diesen Unterschied machen, wenn wir dieses Ansehen der Person haben, haben wir letztes Mal gesehen, es ist eine Sünde. Und solch eine Sünde, dass Gottes Wort sagt, wenn du dies Gebot brichst, dann bist du es ganz schuldig, dann musst du verloren gehen. So, wir brauchen diese Freundlichkeit auch in unserem Heim. Nicht freundlich vor anderen sein und dann unfreundlich zu Hause. Echte Freundlichkeit fängt eigentlich zu Hause an. Und vielleicht noch ein Platz, den ich vorschlagen möchte, wo es nicht schlecht wäre, wenn wir diese Christus-Eigenschaft auch zum Ausdruck bringen. Und zwar in der Gemeinde. Wir haben den Vers schon gelesen, ich möchte den noch einmal wiederholen. Epheser 4, Vers 32. Seid aber untereinander freundlich. Er spricht hier zu Geschwistern in einer Gemeinde. Untereinander freundlich sein. Herzlich, vergebt einer dem anderen. Auch in der Gemeinde ist es manchmal oft notwendig, einer dem anderen zu vergeben und freundlich zu sein. Das ist, wo wir die Freundlichkeit wirklich brauchen. Wie sollten wir unsere Freundlichkeit anderen zeigen? Wir haben schon gesagt, wo wir es tun sollen, warum wir es tun sollen und wie. Wie können wir am besten unsere Freundlichkeit jemand anders zeigen? Wenn wir auf das Foto schauen, dann wird uns deutlich und bewusst, dass um freundlich zu sein, müssen wir eigentlich auch selbstlos sein. Freundlichkeit, Liebe, Selbst, Aufopferung, Demut, das gehört irgendwo alles zusammen. Kein Wunder, wenn wir Galater Kapitel 5 aufschlagen. Wir haben ja da die Liste von der Frucht des Geistes. Und in Galater 5, Vers 22 lesen wir so, die Frucht, und es ist eine Frucht, es sind nicht die Früchte des Geistes, sondern es ist die Frucht des Geistes. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist, was die Bibel von der Frucht des Geistes sagt. Die Frucht des Geistes ist unter anderem auch Freundlichkeit. Diese Freundlichkeit anderen gegenüber zeigt sich, dass wir auch mal bereit sind, für den anderen einen Dienst zu tun. Also mehr als bloß schöne Worte. Ich meine, es ist gut, wir haben schon gesagt, es ist gut, wenn wir den anderen freundlich ansprechen. Sehr wichtig. Aber die Freundlichkeit muss auch weitergehen. Wir haben gesagt, Christus ist mehr als bloß höflich sein oder ein schönes Grinsen haben. Freundlichkeit bedeutet, dass wir auch praktisch mithelfen, förderlich, heilsam jemand anders gegenüber sind. Als Jugend singen wir oft das Lied, Wissen sollte jeder Mann. Weiß jemand zufällig von den Jugendlichen, auf welchen Bibelvers dieses Lied sich gründet oder von welchem Bibelvers aus es gedichtet worden ist? Vielleicht sollten wir es heute Abend in der Jugendstunde wieder mal singen. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Apostelgeschichte 10, 38, da steht so, wie Gott diesen Jesus von Nazareth gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Der Geist Gottes war auf ihm, ruhte auf ihm und das hat sich darin gezeigt, dass er umhergegangen ist, Gutes getan hat, Kranke geheilt hat und vom Teufel Besessene befreit hat und so weiter. Auch unsere Freundlichkeit, auch wenn wir voll des Heiligen Geistes sind oder die Frucht des Geistes tragen, dann wird es sich dadurch zeigen, dass wir umhergehen und wirklich einen nützlichen Dienst für andere Menschen erfüllen.
In Kolosser 3, Vers 12, den Vers lasen wir schon, da wird eins eigentlich gesagt, dass es Freundlichkeit sein auch eine Entscheidung ist, die wir treffen müssen. Kolosser 3, Vers 12, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen und Freundlichkeit. Also wenn du morgens aufstehst und dich anziehst, dann vergesse bitte nicht, morgen auch das T-Shirt der Freundlichkeit anzuziehen, das Hemd der Freundlichkeit oder Kleid der Freundlichkeit. Zieht an. Also es ist eine, wir entscheiden, was wir morgens anziehen. Wir haben heute Morgen entschieden, welches Hemd wir nehmen oder welches Kleid wir anziehen. Und so sagt Gott, zieht an diese Freundlichkeit. Und dann geht raus in den Tag und gebt diese Freundlichkeit weiter. Was passiert, wenn ein Mensch irgendwo freundlich ist? Passiert sehr viel. Hat große Folgen, zieht große Folgen hinter sich. Lesen wir mal aus Lukas Kapitel 6, Vers 35 von der Frucht der Freundlichkeit. Lukas 6, Vers 35, Jesus selbst sagt hier so: Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu hoffen, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig oder freundlich gegen die Undankbaren und Bösen. Also wir sollen freundlich sein, denn Gott ist freundlich gegen die Undankbaren und gegen die Bösen. Deshalb sollen auch wir freundlich sein. Und hier wird gesagt, wenn ihr dies tut, selbst unseren Feinden gegenüber freundlich sind, dann werden wir einen großen Lohn bekommen. Wir werden Kinder des Allerhöchsten genannt werden. Denn er ist gütig, denn er ist Christus gegen die Undankbaren und Bösen, weil Gott so ist. Manchmal ist es nötig, dass wir endlich mal diesen Teufelskreis durchbrechen. Da sind Menschen, die sich aufeinander ärgerlich, irgendwie verstimmt, Trubel und Jasik. Einer redet schlecht gegen den anderen und das wird bloß immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Das Problem steigert sich. Aber wenn da jemand ist, der einmal sagt, okay, ich höre jetzt auf zu fluchen und fange mal an zu segnen. Also, dass wir dann segnen, anstatt zu fluchen, Gutes reden, statt zurückschimpfen. Von einem Mann wird Folgendes erzählt, wie er mal mit Freundlichkeit versuchte, seine Feinde zu besiegen. Und er hat es gelernt, nicht mit gleicher Münze zurückzahlen. Also wenn jemand dir gegenüber unfreundlich ist, dann habe ich auch ein Recht, ihm unfreundlich gegenüber zu sein. Das war ein angestellter Mensch in einer höheren Stellung. Eines Tages bekommt er einen Brief an ihn gerichtet, der voller Beleidigungen gegen ihn war. Also jemand hatte ihn im Brief ziemlich beleidigt, ziemlich schlecht von ihm geschrieben, über ihn geschrieben. Er hat sich diesen Brief angelesen, dachte, wow, hat den anderen, einigen anderen gezeigt. Seine Freunde sagten, weißt du, ich werde dir zuraten, du musst diesen Mann verklagen. Denn auch Höflichkeit hat seine Grenzen. Ich meine, was er sich wagt, hier zu schreiben, das geht schon zu weit. Du solltest, denke ich, diesen Brief nehmen und ihn anklagen, dass er sich wagt, gegen dich sowas zu schreiben. Der soll es selber mal erfahren, was er angerichtet hat. So haben ihm einige Freunde zugeraten. Aber dieser Mann, der hatte einen anderen Plan. Der wollte ihn zurückzahlen, aber anders als seine Freunde ihm geraten haben. Er hat sich hingesetzt und hat einen Brief geschrieben, zurück an den Menschen, der ihm diesen bösen, beleidigenden Brief gegeben hat. Und er hat Folgendes geschrieben: Sehr geehrter Herr, ich sende Ihnen diesen Brief zu, da Sie als angesehener und höflicher Bürger dieser Stadt wissen müssen, dass irgendein unverschämter Kerl in Ihrem Namen beleidigende Briefe schreibt, mit freundlichen Grüßen. Und dann hat er seinen Namen drunter geschrieben und hat ihm den abgeschickt.
Seht, er hat das Beste von ihm gedacht. Er hat gesagt, das ist nicht möglich. Ich traue dir das nicht zu. Und ich will bloß wissen, dass jemand schreibt in deinem Namen unfreundliche Briefe. Bloß, dass du informiert bist. Und nie wieder hat er einen beleidigenden Brief von diesem Mann bekommen. So, er hat ihn gewonnen. Nicht mit schlechten Worten zurückgeschrieben, aber er hat eine andere Waffe gebraucht. Jesus sagt auch, wir können Kohlen sammeln auf dem Haupt unserer Feinde, durch Freundlichkeit. Und wenn wir einem Menschen die Freundlichkeit geben und dieser Mensch die Freundlichkeit weiterreicht, dann wird sich die Freundlichkeit multiplizieren. Wenn wir, sagen wir mal, wenn du morgen vormittags jemandem freundlich begegnest, jemanden freundlich ermutigst, kann sein, dass der Mann, ohne dass du es merkst, oder dieser Mensch so dadurch gesegnet wird, dass er auch seinem Arbeiter freundlich begegnen wird und der wird wiederum jemand freundlich begegnen. Gott helfe uns, diese Freundlichkeit weiterzugeben. Ich muss aber noch warnen, es gibt leider auch eine unechte Freundlichkeit. Manchmal ist Freundlichkeit, will sich jemand bloß mit Freundlichkeit zudecken, um irgendetwas zu erreichen. Also das ist so, wie wenn man jetzt versucht, Peanut Butter über etwas drüber zu schmieren, über ein salziges Brot oder so. Das ist nicht die Freundlichkeit, von der wir heute Morgen reden. Unechte Freundlichkeit ist auch dann, wenn wir einen Unterschied machen, wenn wir zu einem freundlich sind und zum anderen ganz unfreundlich. Das ist nicht echte Freundlichkeit. Das haben wir auch schon gesagt. Echte Freundlichkeit geht weiter als bloß höflich sein, als bloß ein Grinsen haben im Gesicht immer, sondern es ist einfach, dass wir in Liebe dem anderen auch können, einen Dienst machen. 2. Petrus Kapitel 1, Vers 9, möchte ich noch einen Vers lesen. 2. Petrus Kapitel 1, der 9. Vers. Hier steht: Wer sie aber nicht hat, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Von was redet er hier? Wer sie nicht hat, was nicht hat? Dazu müssen wir die Verse vorher lesen. Darf ich mal mit Vers 5 anfangen? Darum bringt gerade deshalb allen Fleiß auf und bietet in eurem Glauben die Tugend und in der Tugend die Erkenntnis und in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit und die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit die Geduld und in der Geduld die Gottesfurcht und in der Gottesfurcht die brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe. Darf ich auch sagen, das ist auch die Liebe, zeigt sich durch Freundlichkeit. Denn wenn diese bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch nicht faul oder fruchtlos sein in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer sie aber nicht hat, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung seiner vorigen Sünden vergessen. Seht, wenn jemand sagt, Jesus hat mir vergeben, Jesus hat mich von Sünden gereinigt, aber er kommt nicht weiter, er wächst nicht in der Liebe, brüderlichen Liebe, auch dadurch, dass er diese Freundlichkeit kommt irgendwie nicht zum Ausdruck, dann sagt Gottes Wort, der ist blind und kurzsichtig. Gott helfe uns, freundliche Menschen zu sein. Was auch eine unechte Freundlichkeit ist, es ist, wenn wir durch unsere Freundlichkeit versuchen, bloß irgendeinen Vorteil für uns zu erreichen, zu gewinnen. Dass wir bloß jemandem vorschmeicheln, um von ihm irgendwas rauszupressen. Das ist nicht echte Freundlichkeit. Echte Freundlichkeit sollte immer zur Ehre Gottes sein. Jesus hat gesagt in Matthäus 5, Vers 16, sagt einen sehr interessanten Vers. Er sagt so: So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euren guten Werke sehen, darf ich sagen, damit sie eure Freundlichkeit sehen und euch nachher sagen, wow, was für gute, freundliche Menschen ihr seid.
Nein, das steht da nicht. Er sagt, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn wir auf unsere Freundlichkeit stolz sind, uns darauf was einbilden, dann ist es nicht. Wir sollten nicht unsere Freundlichkeit deshalb tun, um irgendwie vor den Menschen uns darauf irgendwas einzubilden. Matthäus 6, wenn wir weiterblättern, Vers 1 sagt, gebt Acht auf eure Almosen, dass ihr sie nicht vor den Leuten gebt, damit ihr von ihnen gesehen werdet. Ihr bekommt sonst keinen Lohn von eurem Vater im Himmel. So ist es auch mit der Freundlichkeit. Mach sie nicht bloß, um Ehre von den Menschen zu bekommen, sondern wenn du es tust, dann tu es zu Gottes Ehre. Weil Jesus zu mir freundlich war, weil die Freundlichkeit Gottes mir erschienen ist, möchte ich zu seiner Ehre diese Freundlichkeit bloß weiter ausstrahlen. Es soll nicht mir die Ehre gehören. Und Freundlichkeit, würde ich sagen, lohnt sich immer. Zurück zu 2. Petrus 1, den Bibelvers, den wir gerade gelesen haben. Wer sie nicht hat, der ist blind und kurzsichtig. Gleich im nächsten Vers sagt es aber so: Darum, Brüder, bemüht euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr das tut, werdet ihr niemals straucheln. Wenn wir also auch in dieser brüderlichen Liebe, in der Freundlichkeit wachsen, vorwärts kommen, werden wir niemals scheitern, niemals straucheln. Ja, es mag sein, ich gebe zu, nicht alle Menschen werden deine Freundlichkeit erwidern. Manche werden immer stur, unfreundlich bleiben. Meint es, dass wir dann aufhören müssen, freundlich zu sein? Ich denke nicht. Das gibt Ausnahmen, aber in den allermeisten Fällen wird die Freundlichkeit, die echte Freundlichkeit am Ende den Sieg behalten. Es wird sich lohnen. Denk einmal über dein Leben nach. Hast du nicht auch schon Freundlichkeit Gottes in deinem Leben erlebt? Wie barmherzig, wie freundlich er dir war, wo du vielleicht in Sünde gefallen bist, dass er dir wieder so freundlich nachgegangen ist und dich aufgehoben hat und dir geholfen hat. Was für eine Freundlichkeit. Bist du nicht dankbar, Gott, für diese Freundlichkeit? Und vielleicht sagst du, ja, aber es gibt in meinem Leben Situationen, in denen es mir schwerfällt, freundlich zu sein. Ja, gerade deshalb wollen wir an die Freundlichkeit Gottes denken. Wir wollen uns heute Morgen fragen, wie kann die Frucht der Freundlichkeit in meinem Leben wachsen? Gott, helfe uns. Gott, gebe uns diese Freundlichkeit. Und ich schließe noch einmal mit dem Vers, mit dem wir angefangen haben. Eure Freundlichkeit lasst alle Menschen erfahren. Seht, da ist keiner ausgeschlossen. Eure Freundlichkeit lasst alle Menschen erfahren, die Kleinen und die Großen, egal welche Nationalität, egal welchem sozialen Status, egal ob jemand reich oder arm ist oder was immer, lass deine Freundlichkeit allen Menschen erfahren. Warum? Weil der Herr ist nahe. Was meint das? Wir können das vielleicht so sagen: Gott ist da, der ist bei dir, hinter deinem Rücken, er passt auf. Er weiß genau, wenn du unfreundlich bist. Der Herr ist nahe, denk immer daran. Und er war freundlich zu mir, deshalb will ich auch freundlich zu anderen sein. Und außerdem könnten wir auch sagen, eure Freundlichkeit lasst alle Menschen erfahren, weil es ist nicht mehr viel Zeit, weil Gott schon nahe ist. Bald kommt das Ende. Und die letzten paar Tage, die wir noch hier leben wollen, die wollen wir doch ausnutzen, um Freundlichkeit weiter auszustreuen. Durch Gottes Kraft und zu seiner Ehre. Gott helfe uns. Amen. Lasst uns zum Schluss das Lied noch singen. 397. 397, bitte. Wir werden drei Verse singen und stehen dann zum Gebet auf, vor dem letzten Vers. Lebst du vor ihm völlig an.
gerade gesungen, diese Frage immer wieder gestellt: Zieret dein Wandel die Lehre durch die Frucht des Geistes, durch Freundlichkeit. Seht, die Menschen sind meistens nicht an unserer Lehre interessiert, bis sie unser Leben sehen. Jemand sagte mal, die Menschen geben nicht drum rum um die, oder anders gesagt, entschuldigt, solange du um die Menschen nicht drum gäfst, gehen sie nicht drum rum, oder sie merken nicht, dass du sie wirklich lieb hast, dass du ihnen helfen möchtest. Wenn sie unsere Freundlichkeit an uns nicht sehen, wenn unsere Lehre und diese wunderschöne Lehre der Bibel, wenn sie nicht geziert werden durch die Liebe, durch die Freundlichkeit, werden wir wohl nicht viele Menschen gewinnen. So, Gott helfe uns. Und darum wollen wir beten. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Es ist Gelegenheit aus der Mitte. Wer möchte uns leiten? Amen. Amen. Lasst uns im Stehen noch den letzten Vers von dem Lied singen. Ich wünsche jedem Gottes Segen. Und so Gott will, sehen wir uns dann in anderthalb Wochen wieder in der Gebetsstunde. Vers 4 bitte. Wenn du des Herrn Lehre zierest, dann wird dein Herz prächtig geschmückt. Ströme der Gnade dir werden täglich vom Himmel geschickt. Himmlisches Licht wird dir leuchten auf deinem Weg, den du gehst. Himmlisches Licht wird dir leuchten auf deinen Weg, den du gehst. Gott befohlen.